Collier. Ich wollte nur wissen, ob das Bild gut angekommen ist. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Mein Gott. Bitte ein Shirley Temple mit zwei Kirschen. Ja, für mich nichts, danke. Danke. So, Augusta, da wären wir. Sagst du mir nun bitte endlich, weshalb du dir so große Sorgen machst? Hier weiß doch niemand, wie man einen Shirley Temple mixt. Ach komm, Augusta. Du hast eine wichtige Information über Cassandra. Also spuck sie aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt, wer ihr Liebhaber ist, nicht wahr? Du weißt, wer ihr die vielen Geschenke schickt. Ich weiß nur, dass etwas Furchtbares passiert. Aber das ist mehr, als ich wissen will. Zum Wohl. Danke sehr. Sieh mal. Mein Gott, sie ist heute so schön wie nie zuvor. Das ist ein guter Zeitpunkt, aufzubrechen. Ich dachte, ich könnte es mit ansehen, aber ich kann nicht. Warum hast du mir bloß nichts davon gesagt? Soll ich darüber reden, wenn ich nicht mal den Anblick ertrage? Mein Gott. Ich muss sagen, die Anrede gefällt mir. Du bist es wirklich. Höchstpersönlich. Wieso bist du hier? Ich bin hier, weil ich jemand Bestimmtes sehen will. Und zwar eine Frau. Oh, oh. Was ist denn das? Eine kleine Überwachungsmaßnahme. Du hast eine Kamera versteckt? Das war ein Freund von mir. Übertreibst du nicht etwas? Das war ganz einfach, Augusta. So, so. Es war also Warren, der ihr das ganze Zeug geschickt hat. Ich frage mich, warum du nichts unternommen hast. Ich hatte keine Ahnung, bis... Ich dachte, du würdest wenigstens lächeln, wenn du mich siehst. Warren, ich hab dir schon am Telefon gesagt, dass ich dich nicht sprechen und nicht sehen will. Erwartest du im Ernst, dass ich dir glaube, dass du inzwischen einen anderen Mann liebst? Das tue ich. Das überzeugt mich aber nicht. Wie ich dir schon am Telefon gesagt habe... Ich weiß, aber ich glaube dir einfach nicht. Das musst du aber, denn es ist die Wahrheit. Ich habe ein paar Fotos von dir und deinem Freund Capua. Was? Ich habe einen Freund ein bisschen in Santa Barbara rumschnüffeln lassen.
Weiß er, dass sie verwandt sind? Nein, natürlich Wieso nicht. Wieso nicht? Weil ich keine Gelegenheit hatte, es ihm zu sagen. Ich wusste ja nicht, wo er steckt. Du warst es, nicht wahr? Die Blumen, die vielen Geschenke, du hast das alles geschickt. Ich musste dich irgendwie hierher kriegen. Und ich wusste, dass du auf solche Tricks reinfällst. Cassie, du bist wunderschön. Selbst wenn du mir dein Ehrenwort geben würdest, würde ich dir niemals glauben, dass du dich in einen Schlappschwanz wie diesen Capwell verlieben könntest. Du bist zu schade für ihn. Wainwright? Es überrascht mich nicht, dass du noch arbeitest. Oh, hallo, David. Immer noch die alten Gewohnheiten. Du warst schon an der Uni immer die Letzte in der Bibliothek. Du musst aber noch lernen, wertlose Informationen zu vergessen. Unterschätz dich selbst nicht. Ich brauche unbedingt ein kompetentes Urteil. Okay. Ich habe ein paar Ideen zu dem, was Dash Nichols machen könnte. Wie wär's? Vielleicht könnten wir uns noch auf ein Glas Wein treffen. Eigentlich habe ich noch zu tun. Und was wird aus meinem Schönheitsschlaf? Keine Ausreden. So etwas hast du nicht nötig. Ich bin in einer Viertelstunde bei dir im Büro. Und wenn du nicht mitkommst, werde ich dich einfach entführen. Das brauchst du nicht. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ich will wissen, ob sie zusammen waren. Und wenn ja, ob dir klar ist, was das bedeutet. Nein. Was nein? Heißt das, sie waren nicht zusammen oder was soll das sonst heißen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Warren nichts von Cassies Abstammung gesagt hast, sobald du davon erfahren hast. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht wusste, wo er war und ich wusste nicht, ob meine Briefe ihn erreichen. Also auf jeden Fall sieht er nicht aus wie einer, der am liebsten seine Tanten vernascht. Hör auf, du bist ja geschmacklos. Tja. Du armes, armes Mädchen. Was ist denn los mit dir? Du guckst mich an, als hättest du einen Geist gesehen. Nein, keinen Geist. Etwas viel Schlimmeres fürchte ich. Sei ehrlich. Mach mir nichts vor, Cass. Deine Augen können nicht lügen. Es hat sich doch nichts verändert. Oh doch, es hat sich alles verändert. Alles, gar nichts hat sich verändert, Cassie. Wir haben uns mal geschworen, dass wir niemals einander belügen. Aber ich lüge doch nicht. Ich kenne dich ganz genau. Ich kenne dich in- und auswendig, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Weißt du noch in China? Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Es ist Jahre her. Fassen Sie mich nicht Warum an! Nicht anfassen! Ich sagte, deswegen Sie bin ich doch hier! Ich bin nicht käuflich! Bitte treten Sie an! Was hat sie getan? Wie kann ich das nur wieder gut machen? Na hier, ihr, bitte, trocknen Sie sich erstmal ab! Cassie?
sowas, wenn der Chef nicht alles anschleppt. Sie bekommen sofort ein anderes Mädchen. Ein viel hübscheres, hm? Mit einer super Figur und unbeschreiblich lebendig. Wir sprechen uns noch. Sir, ich komme gleich wieder. Ich helfe Ihnen bei der Auswahl. Danke, ich hab schon. Nein, nein. Sie serviert hier die Getränke. Dann wird eben nur Wein getrunken. In jener Nacht habe ich mich in dich verliebt. Und ich habe guten Wein zu schätzen gelernt. Sie wollte nie über ihre Vergangenheit reden. Jetzt weiß ich auch wieso. Ich hatte dich nicht mehr gesehen, seit wir klein waren. Wir waren 8 oder 9. 8. Ich habe dich sofort erkannt. Ich bin wirklich überrascht. In diesem Job trifft man eine Menge Leute. Warum bist du hier? Was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin abgehauen. Ich kam dann hierher. Und hier hat mich eine chinesische Familie aufgenommen. Ich fürchte, ich habe keine glückliche Hand fürs Familienleben. Sie mochten mich nicht besonders. Tja, für sie hat es sich jedenfalls gelohnt, weil sie plötzlich im Besitz einer Sklavin war. Sie verkauften mich an den netten Gentleman, der dich hereingeführt hat. Hör auf, starr mich bitte nicht so an. Du sollst mich nicht anstarren. Cassie. Bitte lass das. Bitte, ich kann damit umgehen, wenn man mich brutal und gemein behandelt. Aber ich ertrage es nicht, wenn jemand reinkommt und einfach nur freundlich ist. Ich will dir nicht wehtun. Ich schwöre, ich werde dir nichts tun. Cassie, sieh mich an. Cassandra. Sieh mich an. Ich habe dir in jener Nacht alles erzählt. Du warst übrigens der Einzige, der es erfahren hat. Und jetzt bist du wieder da. Du warst gerade weg und ich hatte schon Angst, dich nie wiederzusehen. Nachdem ich dir alles erzählt hatte. Wenn du nicht gekommen wärst. Ich hatte dir gesagt, ich würde dir nicht wehtun. Und ich halte das, was ich verspreche. Ich wünschte, ich könnte dir dasselbe sagen. Dann sag mir die Wahrheit. Denn die Wahrheit wird uns nichts anhaben. Weder heute noch irgendwann. Wenn es doch nur so wäre. Sie liebt ihn. Du musst es ihm sagen. Du musst Warren die Wahrheit sagen. Das kann ich nicht. Oh doch, dafür sorge ich. Jemand muss ihr helfen. Hallo. Bitte entschuldige die Störung. Darf ich reinkommen? Dann, na klar. Dass du so spät noch rausgehst? Ja, ach, ich war noch spazieren und dann habe ich gesehen, dass bei dir noch Licht ist. Oh. Was hast du, Sophia? Was ist denn los? Was? Ich weiß ja, dass sie nicht mehr unter uns ist. Das weiß ich doch. Ich will doch auch gar nicht leugnen, dass sie tot ist. Aber egal wo. Wohin ich gehe, begegne ich der Vergangenheit. Es kommt mir vor, als würde ich wahnsinnig werden. Ja, ich weiß. Bitte entschuldige. Aber ich sag dir,
Ich werde auch an sie erinnert. Überall, wo ich hingehe, sei es am Strand, auf der Straße oder hier im Haus. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, denn so schmerzhaft das auch ist, ich will nicht darauf verzichten, denn ansonsten ist mir nichts von ihr geblieben. Und deshalb hast du dieses... Ich kann kaum an dieser Unglücksstelle spazieren gehen, ganz zu schweigen davon, dass ich es ertragen würde, so ein Bild zu besitzen. Aber mir tut das gut, weil ich ihn nun mal nicht vergessen will. Und ich werde bis ans Ende meines Lebens alles tun, um die Erinnerung an sie zu bewahren. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Oh. Hallo. Hallo, was ich noch sagen wollte. Du kriegst noch ein Sweatshirt von mir. Erinnere mich da. Gut, mach ich klar. Kennst du zufällig diese Frau, die Blonde, die mit dir zusammengestoßen ist? Ja, was ist mit dir? Wer ist das? Oh, das war Sophia Capo. Sophia Capo? Mhm. Entschuldige bitte. Hallo. Hallo. Für zwei Personen möglichst nah am Wasser. Das heißt, natürlich nur, wenn es dir recht ist. Ja, von mir aus gern. Vor der Jukebox? Ja, dort ist es gut. Okay. Bringen Sie uns eine Flasche Chianti, trocken. Alles klar, kommt sofort. Bitte. Danke. Ist irgendwas? Also diese Kellnerin hat ungeheure Ähnlichkeit mit einer Frau, die ich kenne. Oder kannte. Sie sieht genauso aus. Man sagt, jeder Mensch hat einen Doppelgänger. Und wenn das wahr ist, dann müsste es auch einen Glückspilz geben, der so aussieht wie ich. Du hast mir diesen Wein spendiert, bis ich es mir leisten konnte, besseren zu bestellen. Was? Chianti trocken, den haben wir immer während des Jurastudiums getrunken. Manchmal ist es doch gut, sich an etwas zu erinnern, was du als wertlose Information bezeichnest. Das scheint so. Wir waren in einem italienischen Restaurant an dem Abend, als du bei Gericht zugelassen wurdest. Bei Emilio, hm? Genau. Ich bin nicht der Einzige, der ein Gedächtnis hat. Das war ein unglaublicher Abend für mich. Ich war endlich Anwältin geworden, saß mit einem der berühmtesten Juristen am Tisch. Aber abgesehen vom Essen hattest du kein Gesprächsthema anzubieten. Ich glaube, zu dem Chianti hatten wir Tortellini mit vier Sorten Käse, Hühnchen Cacciatori und, wenn ich mich richtig erinnere, war da sehr viel Knoblauch dran. Wie viel mussten wir bezahlen? Mach dich nur lustig, aber ich wäre aufgeschmissen ohne mein gutes Gedächtnis. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Wir wollten uns ja eigentlich über Mr. Nichols unterhalten. Ich habe ein bisschen herumtelefoniert und erfahren, dass er bei vielen Organisationen aufgrund seiner medizinischen Ausbildung sehr gute Chancen hätte. Die Notfallstation im städtischen Krankenhaus zum Beispiel braucht dringend Hilfe. Auch andere brauchen Unterstützung. Leute, die für die Verhütung von Waldbränden verantwortlich sind. Ganz egal, wen man fragt. Alle können Hilfe gebrauchen. Das wäre sicher nicht verkehrt. Du bist einverstanden? Ich habe keine Einwände. Ich schätze, er ist dazu bereit. Mit schmutzigen Händen kann er leben. Ist das ein psychologisches Gutachten? Nein, ich glaube schon, dass ihm mit einer der beiden Möglichkeiten durchaus weitergeholfen wäre. Komisch, ich habe das Gefühl, als würdest du dich irgendwie für ihn stark machen. Nein. Ich sage nur, wenn es um einen Beitrag zum Allgemeinwohl geht, ist er dabei. Er liebt die Menschlichkeit. Nur die Menschen leider nicht. Ganz schön paradox, oder? Wo er schon so großen Idealismus bewiesen hat. Es sei denn, er hat gemeint, was er gesagt hat, und einfach einen großen Fehler gemacht. Wer weiß, findest du nicht, wir sollten jetzt Wein trinken und das Thema wechseln? Zu schmerzhaft, was? Ich finde, es ist höchste Zeit, David, für ein neues Thema. Was ist, Mason? Was hat dir den Spaß an deiner kleinen Piepshow verdorben? Wie hältst du es nur mit dir aus? Jahrelange Übung. Siehst du nicht, was Cassie da unten durchmacht? Augusta, er ist dein Sohn. Du musst es ihm sagen. Ich kann es nun mal nicht. Sie leidet. Doch dich stört das überhaupt nicht. Hauptsache, du ersparst dir eine peinliche Szene, was? Darum geht es doch gar nicht. Du hast ja recht. Sie lieben sich. Cassie leidet darunter. Ja, ich weiß, es ist wirklich schlimm. Na, großartig. So ist nun mal das Leben, oder? Mason, sieh das mal so. Ich würde es letzten Endes nur viel schlimmer machen. Soll unbedingt jemand hereinplatzen und sie mit der Nase auf die Wahrheit stoßen? Sie müssen selber damit klarkommen.
So schmerzhaft es auch ist. Das ist 10-mal besser, als wenn ich mich einmische. So habe ich sie noch nie jemand anschauen sehen. Ich erinnere mich, wie ich in diesem Bett lag. Ganz genau wissend, dass mir etwas Furchtbares bevorsteht. Sie hatten mir irgendwelche Drogen gegeben, mit denen ich weder halbwegs klar denken noch mich bewegen konnte. Nur dein Gesicht war mir noch gegenwärtig. Und dass du gesagt hattest, du kämst wieder. Ich konnte nicht anders. Denn wenn ich etwas verspreche, dann werde ich es auch halten. Aber da wusste ich schon, dass bis dahin noch nie jemand gerettet worden war. Cassie. Cassie. Warren? Warren? Du bist zurück. Du hast versprochen, wiederzukommen und jetzt bist du da. Oh Gott, was haben die mit dir gemacht? Sie bringen dich um, wenn sie dich kriegen, bringen sie dich um. Im Ernst, sie hätten dich getötet, weil du eins ihrer wertvollsten Besitztümer gestohlen hast, mich. Ich hatte mich in dich verliebt. Aber ich hatte auch Angst. Ich wusste ja nicht, ob du meine Liebe erwiderst. Sag es ihm. Sag es ihm und mach der Sache ein Ende. Zum Wohl. Danke. Dann hätte ich seinen Namen besser nicht erwähnt. Erraten. Also gut, das Beste ist, ich kümmere mich darum und du denkst einfach nicht mehr an ihn. Das ist leichter gesagt als getan. Nur hört er nicht auf, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ich weiß zwar nicht warum, aber er will sich rehabilitiert wissen. Du willst doch nichts damit zu tun haben. Lass mich ausreden. Ich will zwar in Ruhe gelassen werden, aber ich will trotzdem mitreden und wissen, wie die Sache ausgeht. Ich fühle mich nur hin und wieder etwas überfordert. Das ist nur menschlich. Du willst eben immer alles ganz perfekt machen. Selbstverständlich mache ich alles perfekt. Auch mit Egozentrikern? Nur mit denen, die mir vertraut sind. Den angenehmen. Du siehst aus, als sei es dir immer gut gegangen. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Wir tragen beide unsere Masken. Da hast du wohl recht. Ich hoffe immer noch, jemanden zu finden, den das Leben nicht so mitgenommen hat. Und wenn? Was würdest du in so einem Fall machen? Wahrscheinlich würde ich ihn umbringen lassen. Ich auch. Oh, das tut mir leid, aber sowas auch. Zum Glück so ist nichts passiert. Du kannst das Glas wieder hinstellen. Zum Thema Perfektionismus. Ich meinte nicht so sehr die körperliche, sondern die intellektuelle Kontrolle. Du meinst, solche Ausrutscher zählen nicht. Das kann doch jedem mal passieren. Ich würde sie lieber für mich behalten, wenn du nichts einzuwenden hast. Wie eigentlich auch alles Übrige. Das konnte ich früher sehr gut. Immer alles zurückhalten. Niemand hat mich durchschaut. Eine Ausnahme gab es. Welche Ausnahme? Als du geweint hast. Ich habe nicht geweint. Einmal doch. Wann? Als ich diese Stelle als Personalchef der Bürgerrechtskommission an der Ostküste angenommen habe. Also nein, das ist doch nicht wahr. Ich habe damals nur gesagt, dass ich stolz auf dich bin und mich für dich freue. Du hast geweint. Du hast recht. Ich weiß. Oh Gott. Zum Wohl. Aber dein Glas ist leer. Danke dir. Keine Ursache. Geht's dir besser? Nein. Es wird wieder ganz bestimmt. Es tut mir leid wegen des Bildes. Meine Nerven sind momentan einfach nicht die stärksten. Cruz? Ja? Katharina hat das Bild für dich gekauft? Nein, ich habe es gekauft. Katharina hat nur den Scheck vorbeigebracht. Ach so, ich verstehe.
Aber hast du, ich meine, hast du jemals mit dieser Frau zu tun gehabt, die das Bild gemalt hat? Suzanne Collier? Nicht offiziell, aber ich habe sie mal am Strand gesehen. Hast du sie mal genau betrachtet? Hast du dir auch mal ihr Gesicht angesehen? Soweit es ging. Ja, und? Bin ich verrückt? Nein, sie sieht genauso aus wie Eden. Die Ähnlichkeit ist absolut verblüffend, fast beängstigend. Es ist mehr als Ähnlichkeit, auch wenn du mir das nicht glauben willst. Sophia, ich habe inzwischen... Ich habe bald 6 oder 7 Frauen fast zu Tode erschreckt, weil sie mich an Eden erinnert haben. Jedes Mal stelle ich mir vor, dass sie es ist. Und da das nicht so bald aufhören wird, gewöhnen wir uns lieber daran. Ich bezweifle, dass mir das gelingt. Mir bleibt nichts anderes übrig. Aber als ich sie heute Abend gesehen habe... Heute Abend war das? Ja, heute Abend. Sie hat einen Job als Kellnerin im Windsurfer. Und da habe ich sie gesehen. Ich wollte sogar zu ihr hingehen. Aber dann bin ich schnell weggegangen. Cruz soll mir zu. Sie sieht aus wie Eden. Und sie hat außerdem ein Bild gemalt. Ausgerechnet von der Unglücksstelle. Ja, na gut, was willst du damit sagen? Was hat das zu bedeuten? Willst du etwa sagen, dass diese Frau Eden ist, ja? Wir wissen genau, dass Eden tot ist, klar? Eden ist tot. Das heißt, es ist nicht nur irrational, sondern auch nutzlos, von etwas anderem auszugehen. Aber wäre es nicht möglich, dass... Nein, ich habe gesehen, wie Eden gefallen ist. Die Strömung hat sie ganz schnell fortgerissen. Sie kann also nicht wiederkommen. Niemals. Sie kann nicht wiederkommen. Du hast ja recht. Also, werde ich immer und wirst du immer Frauen sehen, die wie Eden aussehen. Und ich werde immer das Gefühl haben, dass es meine Schuld war. Es war aber nicht deine Schuld. Wir wissen beide, dass es nicht deine Schuld war. Das ändert nichts an meinem schlechten Gewissen. Das lässt sich nun mal nicht ignorieren. Und ich werde sicher auch weiterhin diese Albträume haben und immer daran denken Sophia, müssen, dass du darfst Eden... dich da nicht reinfallen lassen. Du kannst nichts daran ändern. Verstehst du? Verstehe. Der Rest der Familie braucht dich mehr als je zuvor. Überleg doch mal, was Eden dazu sagen würde. Also, das heißt, dass ich nie wieder ihre Stimme hören werde. Und dass ich nie wieder sehen werde, wie sie durch diese Haustür geht. Und dennoch weiß ich, dass es meine Schuld war. Das werde ich nie vergessen können. Also gut. Gut. Alles klar. Ich dachte, das sind wir. Ein bisschen. Na gut, die Wahrheit. Du weißt gar nicht, wie außergewöhnlich du bist. Ich? Nein, lass mich ausreden, bitte. Okay. Was jetzt kommt, habe ich mich noch nie getraut zu sagen. Du bist eine der wenigen, die mich durchschaut haben. Du hast dich weder von meiner Logik noch von meiner Position beeindrucken lassen. Aber was mir von allem am meisten gefällt, du hast nie deinen Zorn verbergen können. Ich erinnere mich, gelegentlich geschrien zu haben. Man sieht dann, wie deine Augen Funken sprühen. Das Unterrichten fehlt mir. Warum hast du dann aufgehört? Du hattest eine Stelle. Du wärst bestimmt Leiter des Fachbereichs geworden. Unterrichten ist nur eine Stufe auf der Leiter. Nichts ist mehr als nur eine Stufe. Du warst mal ehrgeizig. Das bin ich auch heute noch. Angela und ich planen sehr langfristig. Erstens, man verschafft sich 5 Jahre lang einen akademischen Hintergrund an einer angesehenen Universität. Zweitens, man geht 10 Jahre lang in den öffentlichen Dienst als Staatsanwalt oder Richter. Das meinst du doch nicht ernst? Der Zweck heiligt die Mittel. Naja, jedenfalls hast du deine Ambitionen. Viele Menschen haben Ambitionen. Zum Glück zählst auch du dazu. Wenn nicht, dann sehe es düster aus. Man tut, was man kann, aber der Ehrgeiz ist dabei das Wichtigste. Angela und ich wissen genau, wie es weitergeht. Deshalb wollen wir auch nicht, dass die Leute mich als Politiker sehen. Ich soll so klug und integer wirken, als wollte ich an den obersten Gerichtshof. Aber so lange sollen Königsmacher wie Cece Campbell glauben, dass ich, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mich gerne als Kandidat für die Gouverneurswahlen aufstellen lassen würde. Du klingst, als würdest du ein schlechtes Gewissen haben. Brauchst du nicht. Du hast deine Pläne, politische Pläne. Es ist vollkommen in Ordnung, Pläne zu schmieden. Du bist nicht ehrlich mir gegenüber. Da
Doch. So etwas wie eben kannst du nicht hören. Du hättest es mir nicht erzählen sollen. Ich meine das mit deinen Plänen. Ich verrate nichts. Niemals. Genaues weiß nur Angela. Ich werde es rauskriegen. Das schaffst du nicht. Wie willst du mich daran hindern? Das wirst du schon merken. Ich habe dich lange genug belästigt. Ich glaube, es ist Zeit. Ja, ich muss auch langsam nach Hause. Sicher. Ich habe morgen früh eine Verhandlung. Man hätte das Verfahren noch ohne weiteres einstellen können. Aber nein, die übereifrigen Pflichtverteidiger mussten ja mal wieder auf Freispruch plädieren. Daraufhin habe ich beschlossen, dass die Staatsanwaltschaft ihre Zeugen doch noch vorlädt. Richtig, sehr gut. David, vergessen wir doch mal einen Moment die Tatsache, dass ich unter einem zwanghaften Perfektionismus leide und dass ich seit meiner Geburt jeden Tag meines Lebens verplane. Aber dennoch denke ich, dass die Menschen im Idealfall nie ihr ganzes Leben bis auf die Minute verplanen sollten. Man kann doch nicht so tun, als bräuchte man nur eine Kassette einzulegen und auf den Startknopf zu... Nein, zum Beispiel habe ich nicht erwartet, dir wieder zu begegnen. Das war eine Überraschung, hm? Ja. Was meinst du denn damit? Willst du mir sagen, dass du mich nicht mehr liebst? Ja, das wollte ich. Ich glaub's nicht. Ich kenne dich doch. Ich habe mich nicht verändert und ich weiß, dass du dich auch nicht verändert hast. Oh, doch, alles hat sich verändert. Das stimmt nicht. Unsere Gefühle füreinander, unsere Versprechungen, nichts hat sich verändert. Bitte sag das nicht. Was soll ich denn sonst tun? Soll ich mit den Achseln zucken und sagen, na gut, das war's? Nein, Cassie, das kann ich nicht. Ich muss gehen. Cassie. Gleich kannst du gehen. Aber vorher sieh mir bitte in die Augen. Und dann sag mir, dass du mich nicht mehr liebst. So ist es. Sieh mir in die Augen. Und sag es. Danach kannst du gehen und du wirst mich nie wiedersehen. Na los. Ich kann es nicht. Ich liebe dich doch. Findest du das nicht ein bisschen voyeuristisch, was du da tust? Was machen wir denn jetzt? Sie sagt es ihm nicht. Nein, sie kann nicht. Sie liebt ihn eben zu sehr. Ich habe schon vergessen, wie das ist. Vorbei die Zeit, da Lionel und ich noch füreinander durchs Feuer gegangen wären. Wer weiß, wie es bei Ihnen wird. Womöglich kommen Sie darüber hinweg. Augusta, reiß dich bitte zusammen. Eine Beziehung ist vollkommen ausgeschlossen. Ja, ich glaube auch. Was heißt, du glaubst es? Augusta, diese beiden Menschen können keine Beziehung aufbauen. Er sollte die Wahrheit erfahren. Ja, das sollten sie wohl beide. Aber wie wird er reagieren? Und Layton? Und die Familie? Was zum Teufel haben Layton und die Familie mit dieser Situation zu tun? Komm mit. Wo willst du denn jetzt hin? Ich finde, im Augenblick wäre dein Zimmer der passendste Ort für uns. Nein. Na komm schon. Das geht nicht. Ich bitte dich, komm mit. Oh mein Gott. Thank you.
gemerkt, dass wir inzwischen die Letzten sind? Wie an dem Abend bei Emilio, da wurde auch hinter uns abgeschlossen. Tja, wie die Zeit vergeht. Weißt du noch, als du diese Juristenzeitschrift herausgegeben hast, da hatten wir jede Woche so ein Treffen. Nach dem Fall Redmond meinst du wohl? Ja, ich habe eine Stunde angesetzt, aber meistens brauchten wir drei. Weil wir ewig Zeit brauchten, um uns einig mit zu werden. Mit Erfolg. Ich möchte dir unbedingt noch etwas sagen. Vorsicht, gestehen. Ich bin Bezirksstaatsanwältin. Ich habe dir nur widersprochen, damit die Sitzung länger dauert. Das war mir klar. Hey, sie waren nicht schlecht für den ersten Abend. Oh, einem Gast habe ich zu viel abgenommen, einem anderen falsch rausgegeben. Und ich habe bestimmt 5 Bestellungen vergessen. Das wird sich rasch ändern. Am besten, Sie gehen nach Hause und legen die Füße hoch, sonst tun Sie Ihnen morgen früh noch weh. Gut, ich brauche da nur noch meine Sachen. Okay. Vergessen Sie nicht das Sweatshirt, Suzanne. Lassen Sie sich Zeit, ich mache das Licht aus. Was machst du da, Mason? Du meine Güte, du hast auch in ihrem Zimmer eine Kamera? Was hast du? Ich dachte, wir wären uns einig. Nein. Sag mir, was los ist. Sag mir, was uns im Weg steht. Was wichtiger ist als wir. Ich hatte die Hoffnung, es dir verschweigen zu können. Du wirst alles verstehen, sobald du erfährst, was los ist. Dann wirst du alles verstehen. Gott sei Dank. Sie kennt nicht die ganze Wahrheit. Ich muss runter und den beiden alles erzählen. Was hast du vor? Die zwei sind verliebt und sie werden jetzt die Wahrheit erfahren. Augusta, du verrätst mir jetzt endlich dein Geheimnis und zwar sofort. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.